Hallo zusammen, hier ist wieder euer Schla und heute bin ich mal wieder für euch in Legion unterwegs. Und zwar wollte ich euch wieder so einen kleinen Achievement-Guide präsentieren. Heute geht es nämlich ums Achievement Schlangenschonzeit, für welchen wir Kriegsherr Paiesch im Auge von Ashara auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch bezwingen müssen, ohne dass Panzerbrecher der Hasnatter sterben. Und ja, ihr habt richtig gehört, ihr müsst das Ganze im mythischen Modus machen. Das ist übrigens auch bei den meisten anderen Dungeon-Achievements aus Legion der Fall. Also sprich, ihr müsst das Ganze immer mythischen Modus machen, Normal und HC funktionieren hier leider nicht. Ja, vorab sollte ich noch sagen, ich habe hier zwei verschiedene Taktiken aufgenommen, also sprich, könnt ihr euch so ein bisschen raussuchen, was für eure Gruppenkonstellation besser ist. Hier jetzt erstmal zur ersten Taktik, und zwar haben wir uns da entschieden, mit zwei Tanks zu spielen. Ein Tank schnappt sich hier den Boss plus die Caster-Ads und der andere Tank schnappt sich dementsprechend die Panzerbrecher der Hasnat, also sprich diese Melee-Ads. Die spawnen übrigens in Abstand von 20, 30 Sekunden hier die ganze Zeit im Kampf, also ihr werdet hier schon einige haben, die ihr runterspielen müsst, beziehungsweise nur die Caster solltet ihr töten, die Melee-Mobs müssen natürlich am Leben bleiben. Ja, was macht ihr mit den Caster-Ads? Die solltet ihr möglichst nicht sofort töten, denn ihr braucht sie genau für diesen Punkt. Der Boss wirft einen Speer auf einen Random-Spieler und der muss dementsprechend das Caster-Ad zwischen sich und dem Speer bringen, um dementsprechend den Schaden nicht zu fressen, denn der ist schon relativ hoch, hinterlässt auch noch einen Dot. Also da solltet ihr auf jeden Fall gucken, dass ihr das Caster-Ad immer so lange am Leben lässt, bis dieser Speer kommt. Aber auch nicht so lang, denn diese Caster-Ads heilen alle den Boss, und zwar prozentual, sprich, wenn da was durchkommt, dann habt ihr eigentlich schon mit dem Achievement fast gefailt, denn nach hinten raus kommt hier immer mehr Schaden rein. Und zwar kommt da mehr Schaden rein durch die Panzerbrecher der Hasnat, also sprich diese Melee-Ads, die hauen nämlich immer einen Brüllen raus. Und dieses Brüllen macht auf alle Spieler Schaden, 300.000 pro Ad. Und wenn du dann 3, 4 Ads hast, dann könnt ihr euch ausrechnen, was da an Schaden kommt. Und sie buffen sich selber auch noch hoch mit jedem Brüllen. Und zwar, dass er für 30 Sekunden 15% mehr Schaden macht, was auch noch stackt. Also sprich, wenn ihr hier mal 3, 4 Ads habt, dann haben sich die auch noch alle hochgebufft. Und dann machen die irgendwann so einen riesen AE-Schaden, wie ihr jetzt hier seht, dass die Gruppe schon sehr droppt. Also es ist schon ein bisschen in DPS-Rage. Race, vor allem wenn man es jetzt hier so spielt wie wir, dass man es mit einem zusätzlichen Tank macht, wo man auch noch ein bisschen weniger Schaden. Das war übrigens meine erste mystische Innie, deswegen war der Schaden auch hier noch ein bisschen low, also sprich, wenn man natürlich mehr Damage hat, kann man das Achievement dann auch noch ein wenig leichter spielen. Ja, dann möchte ich zur zweiten Variante kommen, und zwar hatten wir es hier dann mit einem Monk Heiler gespielt, der hat dann eine Paralyse, und komischerweise funktioniert die Paralyse auf diese Mobs. Stunts haben irgendwie nicht funktioniert, Root hat irgendwie auch nicht funktioniert, aber die Paralyse vom Monk funktioniert, und da ist dann eine ganz schöne Sache, dass ihr einfach einen von diesen Mobs rausparalysieren könnt, am besten den ersten, volle Kanne auf den Boss durchzieht, und so wie wir es dann hatten, dass wir nur zwei Ad-Phasen gespielt hatten, und ja, das zweite kann man dann einfach kurz mittanken und brezelt den Boss um. Weitere Variante ist halt einfach, dass ihr noch ein bisschen mehr wartet, bis die Raids offen sind, dass dann dementsprechend das Gear noch höher ist, dann denke ich mir, wird es halt dementsprechend immer einfacher mit diesen Achievements. Ja, soweit zu den zwei verschiedenen Taktiken, die man hier spielen kann. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen weiterhelfen bei dem Ganzen. Sollte das der Fall sein, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, beziehungsweise wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Euer Chilla, bis zum nächsten Mal. Ciao!